Die Quartalssaison, sie ist wieder eröffnet und traditionsgemäß beginnen die amerikanischen Großbanken. Es hätte gar nicht besser geplant werden können, dass die Banken jetzt beginnen. Und es ist besonders spannend, was jetzt an Zahlen heute schon gekommen ist und was noch in den nächsten Tagen kommen wird. Denn die Bankenkrise und der Bankenstress, der ist immer noch vorhanden. Und es ist besonders für die amerikanische, aber auch für die Weltwirtschaft wichtig, wie jetzt der Bankenmarkt performt hat durch die Krise, die von der SVB auch ausgelöst wurde. Wie haben sich diese Ergebnisse gezeigt? Die Experten hatten ja da den Daumen schon teilweise gesenkt, was die Erwartungen angeht. Insofern finde ich, hätte es gar nicht besser das treffen können. Es wirkt so ein bisschen wie das perfekte getimte Fußballspiel. Vielleicht kennt ihr das für alle, die sich für den Fußball interessieren. Team A hat vielleicht 6, 7 Niederlagen hintereinander und Team B hat auch ganz viele Probleme und neuen Trainer und so weiter. Und wie es der Spielplan so will, treffen beide am nächsten Wochenende aufeinander. Für den neutralen Zuschauer macht es das besonders spannend und ich finde, diese Analogie passt gerade auch auf den Markt. Wir wollen aber nicht über Fußball sprechen, sondern über die Ergebnisse. Und was auch noch so ein bisschen deutlicher in den Vordergrund rückt und die eigentlichen Ergebnisse etwas nach hinten drückt, ist die Entwicklung der Einlagen der Banken. Denn durch die Krise, die von SVB ausgelöst wurde, haben sich viele Anleger bei den kleineren Banken, bei den Regionalbanken, dazu entschieden, das Geld abzuziehen, was die Krise dort noch verstärkt hat, und das Geld dann woanders zu parken, zum Beispiel bei den großen Banken oder aber auch ganz aus dem Bankensystem herauszunehmen und in den Geldmarkt zu gehen, also in Fonds das Geld zu stecken und entsprechend von den eigenen Konten abzuziehen. Und das können wir hier in dieser Grafik sehr gut sehen, dass im Geldmarkt allgemein die Zuflüsse mit dem Crash der SVB sehr stark zugenommen haben im historischen Kontext. Es sind hier wöchentliche Balken. Wir sehen aber auch, dass seitdem die Entwicklung wieder zurückgeht und dass das Vertrauen in die Banken auch durch das, was ja von Seiten der Regierung und vom Bankenverband entschieden wurde, dass dadurch das Vertrauen wieder zurückgekommen ist und entsprechend der Abfluss zumindest weiter zurückgeht. Entsprechend war es auch sehr wichtig, was dann die Banken berichtet haben hinsichtlich der Einlagenentwicklung. Wir beginnen aber zunächst einmal mit den Zahlen von JP Morgan und was da berichtet wurde. Also wirklich alle möglichen Erwartungen übertroffen. 56% im Vorjahr die Zahlen übertroffen, 20% im Vergleich zu den Erwartungen. Beim Gewinn, beim Umsatz 38,3 Milliarden US-Dollar. Beides auch über dem Vorjahreswert und über den Erwartungen. Auch zusätzlich ein Rekordergebnis. So viel wurde in einem Quartal noch nicht erwirtschaftet. Entsprechend dann auch die positive Reaktion, die wir uns gleich im Chart anschauen. Besonders hervorsticht bei JP Morgan, dass mit den zinssensiblen Geschäften besonders viel Geld erwirtschaftet wurde. Das war maßgeblich beitragend dafür, dass dieses Ergebnis im Umsatz erzielt werden konnte. Auch was die anderen Ergebnisse angeht, im Bereich der Vermögensverwaltung, auch 11% konnte da das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Was die Bewertung betrifft, 10er KGV, muss man beim Bankensektor sagen, ja, ist nicht besonders günstig, aber ist auch nicht besonders teuer. Deswegen die Einschätzung, dass JP Morgan da alles in allem durchschnittlich bewertet ist. Die Aktionäre feiern diese sehr starken Ergebnisse mit einem Anstieg von derzeit nach gut einer halben, dreiviertel Stunde Handel mit Aufschlägen von fast 7%. Und wir sehen es hier aus technischer Sicht, sieht man die Widerstandsmarke. Ich zeichne sie jetzt mal grob ein. Ich denke, man kann es hier so noch besser sehen. Seht ihr das hier? Ein Top gebildet, läuft dann hier einmal durch, hier wird es wieder zur Unterstützung und da läuft er gerade ran, 138, aus technischer Sicht eine erste Widerstandsmarke, die es im Moment zu verteidigen gilt für die Bullen. Bleibt abzuwarten. Ich finde, nach dieser Kerze ist es jetzt zu früh. Natürlich können wir sagen, falls er hier sich weiter konsolidiert, kann er weiterlaufen Richtung 145. Wichtiger ist, wenn wir mal den Blick nach unten richten, dass diese Unterstützung hier bei 126
200-Tage-Linie, dieser Boden, der ist damit erstmal bestätigt und jeglicher Rücksetzer in Richtung 130 hat aus kurzfristiger Sicht eher das Potenzial, wieder gekauft zu werden, wobei ich jetzt aber auch, mir fehlt im Moment die Fantasie, dass JP Morgan da relativ schnell zurückkommt. Nur falls er da hinkommt, wäre das eine Unterstützung. Wir schauen mal in den Wochenchart und da sehen wir nämlich, dass diese 125, 124, 75 ist es hier, oder 124, 24, ihr seht schon, meine Augen werden, sind auch nicht mehr die allerbesten. Technisch horizontale Unterstützung, dieses Tief hier, zeigt also, dass die Bären hier noch ein dickes Brett zu bohren hätten, falls der Markt hier zurückkommt. Deswegen kurzfristig gesehen Anstiegspotenzial bei JP Morgan. Dann schauen wir noch weiter auf PNC. PNC ist ja eine von den Regionalbanken und vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Woche, da gab es eine andere Regionalbank, ich kenne tatsächlich nur das Kürzel gerade, WAL habe ich parat, mir fällt der Name jetzt entsprechend nicht ein, entschuldigt bitte. Da war es so, die Aktie hat die Zahlen vorgelegt und die Zahlen waren auch alles in allem ganz in Ordnung. Allerdings hat die Geschäftsführung es nicht oder sich dafür entschieden, es nicht so zu tun, dass man die Ergebnisse bei den Einlagen mit dazu gibt und deswegen wurde die Aktie sehr schnell abverkauft. Erst als man dann gesagt hat, ja, die Einlagenentwicklung ist ganz gut und die Zahlen, die man vorgelegt hat, waren auch in den Erwartungen, erst dann gab es dann die Reaktion nach oben. PNC hat genau das geschafft. Sie haben die Einlagen auch erhöhen können. Ist eine sehr gute Nachricht für die gesamte Bankenbranche. Bei den Gewinnen 23% über dem Vorjahr, der Umsatz in den Erwartungen aber auch besser als im Vorjahr. Der CEO lobt die Stärke der Bilanz der Bank und sagt, dass trotz des Bankenstresses die Einlagen eben zugenommen haben, ist eben die Hauptnachricht bei PNC. Und die Kostendisziplin wurde auch in den Vordergrund gestellt. 8er KGV, ja, ganz in Ordnung, aber nicht besonders günstig. Dann einmal der Blick auf PNC in den Chart und dann sehen wir, dass sich der Abwärtstrend, den PNC hier mit dem Bruch dieser horizontalen Unterstützung bei 150 dann sich im Moment fortzusetzen scheint. Es gab hier eine kleine Konsolidierung auf Wochenschlusskursbasis. Da können wir uns auch noch einmal noch den Tageschart dazu holen. Da seht ihr, da kommt er gerade wieder hier an den Unterrand ran. Deswegen gilt es meiner Meinung nach genau darauf zu schauen, was in dieser Range passiert. Auf der Oberseite 133, auf der Unterseite da, wo wir gerade sind. Ich finde es zu früh, jetzt da schon reinzuspringen und zu sagen, dass diese Unterstützung auf jeden Fall halten wird. Dafür brauchen wir eine Bestätigung in Form beispielsweise einer Trendumkehrformation. Die sehen wir im Moment nicht und so lange kann sich der Trend fortsetzen. Warum dann nicht short, wenn der Trend doch short ist? Naja, guckt euch doch das mal an. Der steht hier, der fällt hier in einem durch, fällt ja dann, lass mich mal das einmal kurz messen, fast 30% in einer Tour. Klar kann der weiterfallen, aber warum soll ich da mein Geld dann da reinwerfen, wenn es auch zu einer Trendumkehr kommen kann? Wir sind Formationstrader, wir traden Formationen. Wir sehen im Moment hier keine Formation. Deswegen aus unserer Sicht kann man sich da zurücklehnen und schauen, ob es hier dann tatsächlich eine entsprechende Umkehr gibt. Die positivste Nachricht, auch wenn der Kurs das im Moment nicht widerspiegelt, ist, die Einlagen wurden gesteigert. Und es spricht dann für eine Beruhigung im Markt. Jetzt schauen wir weiter auf den nächsten Wert, nämlich Wells Fargo. Und bei Wells Fargo auch da sehr gute Ergebnisse seitens des Gewinns. 35% über dem Vorjahr, die Erwartungen sowohl im Gewinn als auch beim Umsatz über den Werten, die die Analysten erwartet hatten. Und insbesondere beim Commercial Banking, also das, was ja die eigentliche Sparte ist, die den Firmen gewidmet ist, konnte ein Wert von 42% gegenüber dem Vorjahr hinzugewonnen werden. Consumer Banking, das klassische Banking für den Privatanleger und für kleinere Unternehmen mit 9% im Plus und beim Investmentbereich leichtes Minus. Ich finde, angesichts der Tatsache, dass in den anderen beiden Segmenten die Zahlen so deutlich gesteigert werden konnten, ist das dann zu verkraften. Von Geschäftsführungsebene heißt es, dass man ja die Entwicklung weiter weg vom Häusermarkt hin zum klassischen privaten Banking vorantreiben möchte. Da hat man sich ja schon vor einigen Wochen von einigen Sparten innerhalb des Unternehmens getrennt.
Diese Entwicklung geht weiter. Der CEO lobt da den Fortschritt, sagt aber auch, die Arbeit ist da noch nicht getan. Dann einmal auf die Bewertung. 12er KGV, das ist nicht so besonders günstig, aber auch nicht sehr teuer. Die Aktie entsprechend volatil auch noch nach der Bekanntgabe der Zahlen, war zwischenzeitlich mal mit gut 4% im Plus, kommt jetzt aber wieder zurück. Wenn wir das mal im Tageschart uns anschauen, dann fällt auf, dass hier die 38% der letzten Abwärtswelle gerade erreicht wurde. Und ich zeichne das euch mal hier ein. Seht ihr hier dieses Tief? Hat hier wieder gehalten und da stößt sich der Markt gerade an. Auf der anderen Seite positiv festzuhalten ist, dass diese Tiefs, die hier gebildet wurden, auch bestätigt wurden mit der letzten Aufwärtswelle. Insofern, falls WFC mit dem Kurs in Richtung 38, 40 zurückkommen sollte, etwas tiefer darunter auch noch die 20-Tage-Linie, das ist eine technische Unterstützung. Von da mehr Potenzial für eine nächste Anstiegswelle. Ansonsten muss man abwarten, ob diese Stange sich konsolidiert und dann die nächste Fortsetzung möglich ist. Dann in Richtung 43, nächster sehr großer Widerstand, 200-Tage-Linie und 61%. Nochmal einmal uns angeschaut, was dieses Tief hier im Wochenchart bedeutet. Da sehen wir nämlich, dass es auch schon mal angelaufen wurde. Das verstärkt die Unterstützung im Bereich der 36-Dollar-Marke. So, dann schauen wir noch auf die Ergebnisse von BlackRock. Letztlich hat BlackRock mit den Zahlen die Erwartungen übertreffen können. 3% beim Gewinn und beim Umsatz, ja, genau getroffen. 17% weniger als erwartet. Allerdings, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, 9 Billionen US-Dollar, also deutsche Billionen, englische Trillions, hat man an vermögendem oder an verwaltetem Vermögen. Kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Riesenzahl ist. 110 Milliarden Dollar konnte man zusätzlich dazu gewinnen, was die Einnahmenseite angeht der Kunden. Und das hat auch Larry Fink, der CEO, gelobt und sagt, die Geschäftstätigkeit von BlackRock sei weiterhin sehr stabil und man sei generell eine Quelle der Stabilität und des Optimismus, finde ich etwas theatralisch, ehrlich gesagt. Aber er sagt auch, man sieht weiterhin die Möglichkeiten, langfristiges Wachstum zu nutzen. Und insgesamt sieht man, dass bei BlackRock mit einem KGV von 19 die Aktie nicht besonders, auch da nicht besonders günstig bewertet ist, sondern eher im Bereich des Durchschnitts etwas darüber ist, wobei man darf auch BlackRock meiner Meinung nach nicht mit den Banken vergleichen, sondern muss das eher im Kontext der Vermögensverwalter sehen und da ist BlackRock ziemlich gleich gewichtet wie der Durchschnitt. Technisch, da ist es für die Bullen auch schon schwierig, denn hier horizontale Marke, 20-Wochen-Linie, bei knapp 700, die psychologische Marke, ja, ich weiß nicht, ob 700 jetzt so eine wichtige psychologische Marke ist, wenn wir uns das mal hier anschauen, da ist der Markt eher durchgelaufen. Wichtiger finde ich hier diese charttechnischen Marken. Dazu auch noch, wenn wir uns mal hier noch die letzte FIBO-Marke dazu holen, so viel Zeit muss sein, die ist hier nicht dabei, aber guck mal, da ist auch genau die 50%-Marke, also ja, dynamischer Anstieg, die Zahlen wurden gut aufgenommen, gerade plus 3,6%, aber eben auch im Tageschart mit einem Widerstand, der gerade umkämpft ist. Falls BlackRock zurückkommen möchte, Richtung 657 beispielsweise, 20-Tage-Linie, war immer wieder hier als Unterstützung, dann als Widerstand, dann hat man hier, Stand jetzt, eine größere Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung. Ansonsten muss man sich anschauen, meiner Meinung nach, wie diese Widerstände, um die gerade gekämpft wird, auch verteidigt werden können oder rausgenommen werden können. Falls das gelingt, ja, dann 720 bis 720 natürlich, die 61%. Und darüber hinaus dann der größte Widerstand, der aktuell zu sehen ist, bei 780. Ich bin aber weit davon entfernt zu sagen, dass BlackRock da in Richtung 780 läuft. Außerdem, das ist mir auch noch ganz wichtig, man muss diese charttechnischen Szenarien unbedingt auch im Gesamtkontext des Marktes sehen. Wenn der gesamte Markt am Widerstand ist und die Zahlen von den Banken zwar gut sind, aber der gesamte Markt da eher verhalten dann am Ende darauf reagiert, dann sind auch solche
optimistischen Szenarien erstmal mit Vorsicht zu genießen. Es kommt darauf an, wie wird sich die Quartalssaison entwickeln in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Kommen jetzt weitere sehr gute Ergebnisse? Wie nimmt der Markt das auf? Und welche Schlüsse können wir ableiten für die Entwicklung der Unternehmensgewinne? Das alles ist noch relativ frisch. Im Moment feiert der Markt das eher und es sieht im Moment danach aus, als ob der Markt darauf setzt, dass die Banken die Wirtschaft gerade retten und den Markt retten. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Was glaubt ihr, wie kann der Markt davon profitieren? Ist das wirklich nachhaltig, diese Ergebnisse von der größten Bank JP Morgan und von der wichtigen Bank PNC? Oder sagt ihr, naja, ist eine Eintagsfliege, da braucht es noch mehr. Ich bin gespannt auf eure Meinung und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen guten Start dann in die neue Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.